was bisher geschah. Ich will gewinnen, genauso wie du. Ja, ich will gewinnen. Es ist, glaube ich, besser, wenn du erstmal die Oberhand behältst. Spieltag 12 gegen den Schattenspieler. Oh, das wird ein schweres Spiel für mich. Er steht, glaube ich, gerade ganz gut. Da brauche ich Unterstützung. Wen kann ich da am besten fragen? Ich glaube, mein Bruder, der ist der richtige Mann dafür. Dem vertraue ich am meisten. Also, auf zu Enrico. Enrico, bist du schon wach? Hallo. Oh, gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe, ganz dringend. Spieltag 12, ich muss gegen Schattenspieler spielen. Hilfst du mir? Ja. Super. Also spielen wir jetzt zusammen. Tag Team, auf geht's. Sie fordern einen zum Tag Team heraus. Gut, dass wir zwei Spieler sind. Ich werde True Draco spielen. Ich werde Zodiac spielen. Das klingt nach einem Plan. Duell! Ich fange an. Ich aktiviere Speerfeuer. Du Narr! Dachtest du, ihr spielt keine Handtraps? Tut mir leid. Ich setze zwei Karten und ihr seid dran. Ich bin dran. Ich ziehe. Ich beschwöre einen Tin Goldfisch. Effekt. Nein, das weiß ich zu unterbrechen. Ghost Ogre. Egal. Ich beschwöre nun durch Goldfisch. Effekt. Ein Bubbleman. Danach aktiviere ich Into the Void. Dann setze ich vier Karten. Danach suche ich mir einen weiteren Bubbleman. Durch seinen Effekt kann ich ihn auch gleich wieder beschwören. Ich gehe in meinen Barmutschart. Nichts da. Solemn Strike. Verdammt. Dann seid ihr erstmal dran. Sehr gerne. Ich rufe mein True Draco, indem ich meine Zauberkarte opfere. Er kann deiner Zauberkarte gleich folgen. Dachtet ihr, das wusste ich nicht? Erstmal zerstöre ich durch meine Zauberkarte eine verdeckte Zauber- oder Fallenkarte. Dann aktiviere ich eine Zauberkarte und darf eine Karte ziehen. Dann setze ich eine Karte und aktiviere den zweiten Effekt meiner Zauberkarte und rufe so Masterpiece. Durch meine Zauberkarte darf ich jetzt deine letzte verdeckte Karte zerstören. Los, Masterpiece! Attacke! Eine Karte verdeckt für später und ihr seid dran. Los, Jens, zeig es ihnen. Ich werde mein Bestes geben. Ich beschwöre Speedwave Cherokee. Durch ihn darf ich Tagatom befohlen, den ich gleich rufe. Ich beschwöre nun MX Saber Invoker. Du vergisst etwas. Masterpiece Effekt. Zerstöre sein Monster. Dann setze ich ein Monster und ihr seid. In der Endphase darf ich noch ein True Draco rufen. Ich bin dran. Falsch. Ich übernehme. Du versaust es nur wieder. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Ich rufe durch Speerfeuer eine Zodiac-Ratte. Dann gehe ich in meine Zodiac-Kombo. Danach suche ich mir mit Tanky ein Ram-Ram und gehe in einen weiteren Breitbullen, um so meine Schweifpeitsche zu suchen. Ich rüste sie auch gleich mit meinen Bullen aus. Los, Breitbulle, Attacke! Dein Monster wird verbannt. Los, Masterpiece und Augusto. Direkter Angriff. Macht euren letzten Spielzug. Kann nichts machen, Jens. Zunächst spezial beschwöre ich ein Monster vom Friedhof. Und dann rufe ich einen weiteren Masterpiece. Durch seinen Effekt kann ich gleich deine verdeckte Karte zerstören. Das war's. Los, meine Monster. Attacke. Beendet es. Wir haben verloren. Sie waren einfach zu stark. Du hast gesehen, dass du nichts hinkriegst. Ja. Ich werde ab sofort die komplette Kontrolle übernehmen. Creep Fan, du bist der Nächste.